Tour zusammen. Unser nächstes Ziel auf unserer Tour, ein verlassenes Umspannwerk. Und ob wir hier was zu sehen kriegen, ja, das werden wir mal sehen. Auf jeden Fall wird hier wieder mal ordentlich Müll abgeladen. Wirklich zu sehen, gibt es jetzt hier so auch noch nicht. Vielleicht haben wir das Glück und es ändert sich auch noch. Sollen die Hoffnung bekanntlich nicht aufgeben. Fällt das Gelände. Sehr viele Räumlichkeiten. Aber auch überall leer. Immer noch eins höher. Eine Etage haben wir noch. Mücken. Dachboden. Die Natur zurück. Aber auch hier gibt es leider nichts zu sehen. Schauen wir mal auf der Seite nochmal rein. Alte Heizungen, die gerupft wurden. Oh, kommt die Decke runter. Sagen wir, gehen mal rüber gucken in dem anderen Gebäudeteil, ob es da noch was gibt. Ich war hier. Ja, wir auch. Oh, Keller. Keller. Aber auch hier sieht es trostlos aus. Untere Türe ist zu. Ach, ganz ehrlich, liebe Leute. Location 2 auf der heutigen Tagesordnung scheint leider auch ein Reinfall zu werden. Leider, leider, leider. Nur noch Ruine. Ein Vögelchen. Gehen wir nach oben.
Tja. Bis auf leere Wände gibt's hier nichts zu sehen. Na gut, und Schmierereien. Aber die ganzen Transformatoren, alles ist natürlich weg. Ganzen Trafos. Na gut, das ist ja auch Schrott wert. Und was Großes. Pass bitte auf. Oh, ich muss von diesem Loch wegbleiben. Ich habe hier ein bisschen Probleme, was Höhe angeht. Und bei Abgründen, vor allem wenn da noch nicht mal ein Geländer rum ist, kriege ich Kreislaufprobleme. Da fange ich schon mal an zu taumeln. Das ist leider kein Scherz. Alle in die Ecken. Hat man sich nur wirklich nicht haben. Ja. Bin heute im Tja-Modus. Ja, hier gibt's nichts. Das ist ja überhaupt nichts. Die Bruchstücke, die man hier sieht, sind die Mauerüberreste von der Mauer, die dort oben fehlt. Bleibt jetzt die Frage übrig, wer hatte da so viel Langeweile? Ja, jetzt befinden wir uns in der Trafohalle, aber die ist leider ja auch leer. Ja, ich würde sagen, wir düsen. Das hat hier keinen Sinn, hier gibt's nichts. Von außen sah das Gebäude so interessant aus. Doch von innen. Na gut. Das ist auch mal wieder ein sogenanntes Bruchvideo. Vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Wenn nicht, ist auch nicht weiter tragisch. Ich hau's einfach mal mit raus. Wir fahren weiter zur hoffentlich nächsten besseren Location. Ich verabschiede mich und sag bis zum nächsten Video. Ciao.